Hi, moin Leute, was geht? Hier ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ich habe für euch ein kleines Chill-Video vorbereitet. Mit Chill-Video meine ich einfach, dass ihr euch einfach zurücklegt und das Video genießt. So, habt die Elsa dabei, eine schöne Waffe, mit der man Gegner anvisieren kann und selbst von weitem sehr leicht treffen kann. So, das Kampfmesser ist dabei. Für die kleinen Camper, die hier immer noch auf dieser Map rumlauern. Und ich begrüße Kevin. Moin, moin, Kevin. Ah, das habe ich gemeint, Digga. Ja, den hätte ich ausschalten können. Was ich sehr schön an der Waffe finde, ist einfach diese blaue Munition bei der Elsab. Das hat natürlich schon so einen schönen Reiz. Das hat so ein episches Gefühl. Das sieht aus wie, weiß ich, ist das Polonium oder ist das doch Platinium oder Platin? Keine Ahnung. Oder doch Plutonium 490? Keine Ahnung, auf jeden Fall ist die Munition hammergeil und hat eine extrem hohe Durchschlagskraft. Ich kann sogar sehen, ob irgendwo eine S-Mine liegt oder irgendwas anderes, weil ich habe diesen komischen Röntgenblick als Perk dabei. Und ja, mit diesem Perk kann man halt einfach diese ganzen Leute sehen. Ihr seht schon, ich werde hier richtig rangenommen, wobei mir das Gameplay gar nicht darum geht, um jetzt hier wirklich hier 180 Kills zu machen und kein Mal zu sterben, sondern es geht mir einfach darum, um euch einfach. Ja, einen Feierabend ein bisschen zu erleichtern. So, schauen wir mal. Da haben wir zum Beispiel so eine S-Mine. Gut, das ist jetzt ein bisschen dick. Das hätte jetzt natürlich nicht geklappt. Aber wenn ich ein bisschen näher rankomme, das ist ein bisschen hier. Das müsste doch eigentlich schon durchgehen wie Butter. Und das haben wir schon 50 Punkte. Man kriegt einfach so Punkte 50. Einfach so für dieses Perk halt. Das ist einfach schön. Schönes Perk. Auf jeden Fall, Leute. Auf jeden Fall. Jetzt sind wir hier im Forschungsreaktor drin. Wenn man sich mal die Karte genau ansieht, dann ist das wirklich sehr detailgenau gemacht, diese ganze Map. Man glaubt das gar nicht hier, wie schön doch die Entwickler hier Liebe und Herzblut in diese Map reingesteckt haben. Nicht nur in diese Map, sondern in eigentlich jede Map. Man könnte auch mal zum Beispiel hier rangehen und hier seht zum Beispiel, das hier ist schon sehr episch alles dargestellt, alles detailgenau. So, das ist hier so einfach so eine Map-Rundfahrt. Jo, Killen wollen wir aber auch mal haben. Wir wollen ja auch mal ein bisschen wenigstens eine KD besitzen. So, da vorne ist einer. Ja, der hat mich jetzt mit der Sniper ausgeschaltet. Von der Entfernung. Ach, das war sogar die Elsa, Digga. Oh, glaube ich, dass man da hoffentlich mal denkt, nicht mal, dass das die Elsa war, Leute. Und ihr seht schon, das ist halt einfach ein episches Feeling. Muss man immer mal wieder sagen. Die machen wir wieder in den Reaktor hinein. So, überall Atomzeichen, klar, das ist ja auch eine Versuchsanlage in Pakistan, was natürlich auch in echt wieder gespiegelt wird in naher Zukunft. Wobei es gibt ja schon Atomanlagen in Pakistan, das ist ja nicht mal Zukunftsmusik. Aber so wie das hier aussieht, hoffentlich nicht. Wie das hier alles rumliegt, die Fässer einfach hier auf dem Gelände, Digga, das ist natürlich nicht cool, Digga. Jo, ihr seht schon ein bisschen in der Video. Format hat sich ein bisschen was geändert. Grafisch auch ein bisschen. Hab ein HD jetzt drin. Habe das HDMI-Kabel reingesteckt. So. Weil die anderen Videos, die ich gemacht habe, so ungefähr 140 Stück, die waren alle quer und haben deutlich geflackert. Wobei, das auch flackert. Oh! Gaylord! Number One, Digga. Hat mich voll vernichtet. So Leute, ich sag mal wieder ciao, bis zum nächsten Mal. See you later, Alligator. Ich hoffe, ihr habt es das, dass ich keine ADP-Feuerbox habt, Mann. Und ciao.